Wir sind angekommen in Lebach im Kaufland und der Wettermüller hat sich in Schale geschmissen, so wie sich die Strafe gehört. Und bei mir ist die Anita und die Heidi. Ihr seid im Prinzip schuld. Also eigentlich ist die Heidi erstmal schuld, nicht wahr? Wie bist du auf die Idee gekommen, Wettermüller hierher zu holen? Ja, man kann nicht 3 Monate vor Weihnachten Weihnachtsmusik laufen lassen. Das geht gar nicht. Da muss man bestraft werden. Das ist eine Sünde. Und hier bekommt er richtige Weihnachtsstimmung. Ich wollte gerade sagen, das ist ja hier, oh, das ist ja herrlich. Ja, herrlich. Du magst ja keine Schokolade, deswegen werden wir dich schon mit Schokolade konfrontieren. Als Chefin einfach gesagt, ja, kein Ding. Ja klar, darf er das. Ist kein Ding, der darf hier ruhig hinkommen, soll ja ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Wie geht's dir denn so? Oh, ich bin müde. Wie müde? Oh, die sind zwar nicht schwer, aber bis man die Packung auf hat und der ganze Chrom. Was ist denn du hier eigentlich? Ich bin schwer am Schaffen. Doch, guck mal, hat schon mein Bart verheddert. Yes, nee. Ja, aber guck mal, da sieht doch gut aus. Ja, ist ganz schön. Für eine halbe Stunde Arbeit. Na, Wettermüller, was hast du denn da schon wieder abgestaubt? Das war mein Lieblingspaket zum Aufmachen. Ein sexy Kalender für die Adventszeit. Ja, das war wieder klar. Schokolade mag er nicht, aber den Kalender mag er auf jeden Fall. So, ihr beiden, euer Resümee, wie hat er sich geschlagen heute? Er hat sich recht gut geschlagen. Also wir könnten ruhig noch jemand einstellen zur Hilfe hier in der Abteilung, Herr Wettermüller. Wie wär's mit uns? Ho, ho, ho. Ich rede mal mit dem Chef, ne? Was meinst du? Ja, war doch ganz tapfer. Tapfer hat er sich geschlagen. Ja, tapfer hat er sich geschlagen. Zu Ostern komme ich dann als Osterhas. Wunderbar. Ja gut, dann kommst du als Osterhas. Das Versprechen steht. Hier ist es auf Video. Und Wettermüller, wir schauen uns mal den Kalender jetzt genauer an. Das machen wir. Alle, ich bin mit.